Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Heute mal in einer ungewohnten Umgebung, aber ich bekomme meine Haare heute zum ersten Mal komplett gefärbt. Meine Mutter hatte noch diese Koloration für blonde Haare zu viel, da sie jetzt aufhört, ihre Haare zu färben, und ich habe momentan nicht zu viel Zeit, um bloß zum Friseur zu gehen, um mir die zu färben. Muss ich zwar auch noch mal hin, aber wie man sieht hier oben, das ist meine Naturfarbe, ist auch schon ziemlich blond, im Sommer natürlich blonder. Und hier sind auch meine Strähnchen drin. Aber jetzt gucken wir mal, wie das wird, wenn wir die färben. Hier werden sich auch schon Handschuhe angezogen, denn er wird mir heute die Haare färben. Ich hoffe, das klappt. Ich bin aufgeregt. Ich hatte noch nie die Haare komplett blond gefärbt. Und ja, dann würde ich sagen, ich muss das mal hier durch, weil unser Badezimmer ist klein. Und das Stativ steht voll im Weg. Also, dieses Teil hier ist die Tür. Den bekommst du leider nicht anders eingestellt. Wie gesagt, hier ist es ziemlich eng. Nehmen wir jetzt noch mal ein. Und erst hier. No. No? So. Ein bisschen mehr. So, jetzt noch ein älteres Handtuch. Wir haben noch keine Sofa-Saubertücher eigentlich. Hier sind auch schon ein paar Flecken drauf. Ich habe mir auch ein altes T-Shirt angezogen, eine Hose, wo schon Flecken drauf sind vom letzten Umzug. Und das hält nicht. Das hält nicht. Ja, du brauchst schon eine. Ich schwitze mit diesem Scheiß. Ich nehme nicht die Handschuhe im Paket, weil ich habe schon meine Mutter die Haare mal gefärbt und die sind einfach scheiße, um damit zu arbeiten. Soweit ich jetzt gelesen habe, muss er mir zuerst die Ansätze hier färben. Das muss dann 20 Minuten drauf bleiben. Danach wird der Rest der Haare gefärbt. Und da werden die Papiere rumgeschmissen. Genau. Open the tube with the cream licking booth. Hier ist hier auf dem Zähne. No! So! Excuse me. Ça c'est pour après. Schon der erste Fehler. Das ist kein Fehler. Sieh, du hast die Dose schon geöffnet. Also oben geöffnet. Wenigstens durfte ich die Haarfarbe sehen. Aber auch so wäre es blond geworden. Ich hoffe, das brennt nicht zu sehr auf der Kupfer. Ich habe immer gesagt, bekomme Strähnchen, das pickt ein bisschen. Aber ganze Kopf hat das wird, also ganzer Kopf, das wird schon mehr brennen. Das ist ja wohl trotzdem 30 Minuten lang Chemie auf der Kopfhaut. So. Shaker. Ein petit. Barman. Cuba Libre. Pina Colada. Pina Colada. Mein Lieblingsdrink. Comment ça, pas tous les cheveux? D'abord, tu dois faire le. Comment tu dis? Oui, les pattes. Les pattes, et après 20 minutes après, quand j'ai bien vu, 20 minutes après, le reste c'est les cheveux. C'est sûr. Pour ça, on lit toujours. Jetzt ist es zu spät, um Nein zu sagen, oder? Zu spät, ne? Hallo? Irgendwie möchte ich es ja, aber irgendwie auch nicht. Oh, ich meine, kannst du direkt auf Dusch gehen und ne? Nein, nicht alles auf einmal. Oder du meinst jetzt nicht direkt Dusch? Ne, und du hast gesagt, ja, du hast zu spät. Ah ja, ich könnte sie jetzt noch schnell abduschen. Voilà. Aber trotzdem, ich will es hier, aber ich habe Angst vor. Weil ich noch nie die Haare gefärbt hatte. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die Haare schon mal komplett gefärbt hattet und in welcher Farbe. Ist schon eine schöne blonde Farbe.
Ja. Ja, das sieht man. Er ist wirklich blond, wenn er die Haare wachsen lässt. Jusqu'à la semaine alors comme ça. Oui, mais partout. Überall drauf direkt 30 Minuten warten und auswaschen. Ich weiß es nämlich nicht. Dann wird das Ergebnis sehen. Ich hab Babyhaare. Babyhaare. Nennt man das. Das sind kleine Haare, die nicht wachsen. Da kann ich eine lustige Geschichte zu erzählen. Ja? Ich hatte, wie ich im Internat war, hatte meine Zimmergenossin so eine Rundbürste, die Celeron. Ja. Und hat sie gesagt, die benutzt die mal. Ich habe die benutzt, aber falsch. Und damit habe ich mir die Haare so festgedreht, dass wir die nicht mehr rausbekommen haben. Hier vorne. Sind wir zu den Erziehern hin, heulend natürlich, dass wir die Haare da nicht mehr rauskriegen. Mussten die mir die hier losschneiden, die Bürste war kaputt und meine Haare waren ab. Und jetzt habe ich hier so hier vorne so kleine Babyhärchen, die nicht mehr wachsen seitdem. Jugenddummheit. Würde ich das nennen. Das erste Mal, als ich Tränchen gemacht bekommen habe, waren meine Haare lila. Die haben mich ausgedacht, weil ich eine Krise gebaut habe, weil ich dachte, meine Haare würden jetzt lila. Deswegen wundert mich gerade, dass man hier fast gar nichts sieht. Merkt man das? Aber das ist das Lustige am Leben. Das Leben ist ernst genug, man muss sich selber ernst sein. Auch wenn man das in meinen Videos nicht immer meint. Ich krieg's noch nicht so hin, so locker zu sein. Aber es geht immer besser. Ich nehme mir sein Handy, weil mein Timer geht manchmal einfach so aus. Und mache einen Timer von 30 Minuten. Ich mache jetzt 30 Minuten los. Der Timer läuft. Ich gehe mich jetzt ein bisschen unten. Vor den Fernseher setzen, glaube ich. Du gehst nach oben. Ja. Spielen? Spielen, ne. Was spielst du? Fallout. Er hat gesagt, er würde auch mal den Kanal machen. Sobald er den Kanal hat, kommt er auch bei mir unten rein. Aber ich glaube, das dauert noch. Noch ein bisschen. Zuerst mal muss das Ganze stehen. Ja.
Oben ist noch nicht alles fertig. Dann sehen wir uns jetzt in 30 Minuten wieder. Und dann wasche ich mir die Haare aus. Und dann gucken wir uns das Resultat an. Weil momentan sieht es noch sehr dunkel aus. Ja. Noch was war noch. So, die 30 Minuten sind um. Meiner Meinung nach sieht man schon gut auf der Kopfhaut, dass sich was geändert hat. Ich werde jetzt gucken, euch irgendwie so zu stellen, dass ihr was sehen könnt, wenn ich mir jetzt die Haare wasche. Gleich so hinter mir. Ach, wie schön, wenn man so ein großes Badezimmer hat. So, ich hoffe, ihr werdet jetzt irgendwas sehen. Das seht ihr ja schon mal. Brauche ich dafür Shampoo? So, ich habe mir jetzt auch Handschuhe genommen. Da steht jetzt, ich muss das erst mit ein bisschen Wasser rein, dann nochmal gut einreiben. Also ein, wie sagt man das, einknuscheln. Und dann erst mit komplett Wasser ausspülen. Ich habe jetzt blaue Handschuhe, aber egal. Ich habe gerade total Angst, dass ich irgendwo was vergesse, dass das nicht richtig rausgewaschen ist. So, jetzt tue ich mir noch dieses Zeug hier in die Haare. Aber jetzt sieht es ja noch nicht wirklich heller aus. Soll man komplett reintun und dann 2 Minuten warten. Jetzt kann ich auch mit den Fingern reingehen. So, das Zeug ist jetzt von den Haaren. Ich lasse es jetzt noch 2 Minuten einwirken. Dann gehe ich mich mal richtig duschen und ich fühle mich und dann zeige ich euch das Ergebnis. Bis gleich. So, hier seht ihr jetzt das Ergebnis. Sie sind schon heller, aber ich habe so das Gefühl, dass hier oben so ein kleiner Rotstich drin ist, so ein Orangestich. Ich werde auf jeden Fall morgen ein bisschen rausgehen damit und meine Mutter und mein Freund, also Marc, meinten auch, dass das eventuell nur eine Lichtsache ist. Ich zeige euch das morgen nochmal und ich hoffe, dass es wirklich so ist. Weil sonst gefällt es mir eigentlich sehr gut. Aber ich glaube, ich muss es wirklich mal im Tageslicht sehen, weil so, ich weiß ja nicht. Es ist nur leicht, wirklich, es ist nur leicht rot. Das, was ich jetzt hier. Aber es kann auch sein, einfach weil ich so skeptisch bin, dass ich mir da was einbilde. Ich gucke mir das morgen nochmal im Tageslicht an und dann gebe ich nochmal Feedback. Ja. Dann bis morgen und ciao. So, hallo ihr Lieben. Hiermit drehe ich jetzt mal das Ende des Videos. Es sind jetzt schon 2 Tage, glaube ich, wieder vergangen, weil ich einfach gearbeitet habe und jedes Mal es dunkel war, als ich damals Zeit hatte zum Filmen. Und ja, wie man hier sieht, es ist aber eine schöne Farbe geworden. Ich bin zufrieden. Ja, ich hoffe, schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr es findet. Ob man da noch irgendwas anders machen sollte, ob man, ja, was ihr einfach davon haltet. Und ja, ich werde euch jetzt mal hier meinen Kanal abonnieren, verlinken. Den könnt ihr gerne abonnieren.
Hier mache ich euch ein anderes Video, das ihr sehr mögen werdet, hin. Und hier das letzte Video, das auf meinem Kanal online gekommen ist. In nächster Zeit werden auf jeden Fall wieder interessante Videos draufkommen. Ich habe schon ein paar wieder abgedreht und die müssen noch geschnitten werden. Es ist vieles geplant und ja, dann bis zum nächsten Mal und tschüss!